12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Hallo, hier ist der Christopher, ausnahmsweise alleine. Es gibt noch eine ganz kurze Einführung in diesen Mitschnitt, den wir live aufgenommen haben zum Falcon Heavy Demo-Flug, also dem ersten Flug der Falcon Heavy. Wir haben das einfach mitgeschnitten, wir haben währenddessen in den Livestream geschaut. Wer das nachhören will, kann das gerne ohne irgendwelche visuellen Hilfsmittel tun, einfach und sich anhören, was wir gesagt haben. Wer das allerdings mit Video schauen will, ich sage am Anfang ganz kurz, bei welcher Countdown-Marke wir sind, damit man sich da synchronisieren kann. Und dann kann man das mit dem Livestream, also dem offiziellen SpaceX-Livestream, haben wir dort geschaut, gemeinsam schauen. Ja, ich lade das einfach mal der Vollständigkeit halber hoch. Qualifiziertere Kommentare hören will, hört sich einfach die dazu passende reguläre Folge, ich glaube Folge 65 ist es, an. Das ist ja einfach so für die Nachwelt, was wir während des Startes gedacht haben. Also, ich übergebe an Vergangenheits-Christopher und Vergangenheits-Frank. So. Ach so, ich hatte gedacht, wir haben schon. Ja, dachte ich auch gerade. Nein, hallo und herzlich willkommen zum Live-Kommentar zum Falcon Heavy Start. Für alle Leute, die das jetzt auch nachhören. Wir befinden uns in der 8. Minute des Countdowns. Für Leute, die das mit ihrem Stream zu Hause diskutieren wollen. Wir sind jetzt bei 8:50, 49, 48, 47. Also 8 Minuten und 45 Sekunden. Also stellen gerade die CD vor. Ja. Ich habe die Auflösung gerade so weit runtergestellt, dass ich nicht sehen konnte, worum es geht dabei. Naja, gut. Ich nehme die Qualität einfach mal wieder hoch und hoffe, dass die Tonkette nicht zu sehr leidet. Ja, man merkt schon. Man merkt schon. Jetzt ist einfach wurscht. Lass es einfach. Ist auch egal. Es werden eh nicht so viele Leute nachschauen. Aber ich nehme mal nebenbei auf. Ja, mach das mal. So, es wird gejubelt, es spratzelt. Ja, das können wir jetzt leider nicht ändern, das Spratzeln. Aber Frank nimmt seine Seite mal auf, um das für die Nachwelt zu erhalten. Ja. Wow, 16 Leute, so viel hatte ich noch nie in einem Livestream, glaube ich. Ich glaube, wir können nicht ganz mehr in 1,1 Millionen mithalten, die auf YouTube gerade unterwegs sind. Ach, das kriegen wir noch hin. Wir sind kurz davor. Ach, das sind hier wieder Menschenmassen. Das an den ganz frühen Tagen der Falcon 9, als sie so gerade das erste Mal gelandet ist, da waren wieder das letzte Mal, dass so das viele ist Leute. Mehr. Das ist mehr. Das ist mehr? Ja. Also ich meine die Menschenmassen, die da im Kontrollzentrum stehen. Also das ja. Nee, aber ich meine insgesamt auch, ja, allgemein halt. Ja. So, und jetzt sieht man auch sehr gut in der Grafik gerade, dass der Roadster dem Mars nicht mal im Hauch des Ansatzes nahe kommt. Im Hauch des Ansatzes. Im Angesicht des Marses. Ja. Also, wie gesagt, keine Probleme in der Richtung. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Ding wieder zurück auf die Erde stürzt. Und hoffentlich passiert das nicht. Ja, ist dann ein Problem für das Gerät und nicht für uns. Ja. Was erwartet uns? Es erwartet uns ein Start. Und insgesamt drei verschiedene Manöver der Oberstufe dann am Ende. Also gut, dass die Rakete startet, dass die Booster abgetrennt werden, dass die Booster wieder zurückfliegen und landen und dass der mittlere Booster dann nicht zurückfliegt, sondern auf der, was ist es? Of course I still love you. Ist ja of course I still love you. Landet. Das kennen wir ja alles schon, ne? Das ist ja nicht mehr der Rede wert. Die Oberstufe bringt dann erstmal den Roadster in eine niedrige Erdumlaufbahn,
Dann nach ein paar Minuten wird sie neu gestartet und bringt sie in einen etwas höheren elliptischen Orbit. Und das dauert dann insgesamt alles bis T plus ungefähr 30 Minuten. Und dann ist erstmal Abwarten angesagt. Also da ist der Roadster noch nicht auf dem Weg in Richtung Mars, sondern wartet einfach im Orbit, bis er wieder zurückkommt in Richtung der Erde, nahe der Erde, und dann nochmal das Triebwerk neu gestartet wird. Und das dauert dann nochmal 6 Stunden. Diese 6 Stunden sind deswegen wichtig, weil SpaceX will damit demonstrieren, dass sie die Anforderungen der Air Force erfüllen können. Weil die sagen, ihr müsst in der Lage sein, nach 6 Stunden das Ding neu zu starten, damit ihr einen Satelliten für uns in den geostationären Orbit direkt reinbringen könnt und nicht nur über einen geostationären Transferorbit das Ganze machen könnt. Aus Gründen, die irgendwie historisch sein müssen. Glaubst du eigentlich, dieser Starman ist auch ein Test für den Raumanzug? Das glaube ich schon, ja. Also wär ja bescheuert, wenn sie das nicht machen würden, ne? Und wie lange ist das Ding schon in Entwicklung? Also, war natürlich nichts Offizielles zu hören, aber würdest du da keinen Drucksensor reinbauen? Oh, Elon Musk hat gerade ein Instagram-Foto von Inside der Payload Fairing vertwittert. Oh, cool. Ja. So, jetzt sind alle ruhig geworden, jetzt haben wir nur noch das gute Kommentar. Schade, dass sie keinen Technical Webcast mehr machen, das war so schön damals. Haben sie. Musst unten rechts gucken, Switch Camera. Unten rechts? Ja. Und, das ist ja geil. Das ist ja Countdown Net Audio. Ja, da bin ich gerade drin. Aber da sieht man die Rakete ja gar nicht. Da sehe ich sehe das Kontrollzentrum. Ach so, nee, stimmt, ja, das, ach nee, ich bin auf dem Hosted Webcast, ja, das andere ist Counternet Audio, ja, stimmt. Oh, jetzt dampft es aber ganz schön dort. Jo, also, das Ding wiegt irgendwie 1400 Tonnen oder so. Die ganze Rakete? Voll beladen. Die ganze Rakete, ja. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann inzwischen mehr gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die 1400 noch die alte Angabe war, bevor die den Sauerstoff unterkühlt hatten oder nicht. Im Chat wird gefragt, was denn da so dampft. Was da so dampft, ist einfach, was man sieht, ist natürlich Wasserdampf, aber der Wasserdampf ist, der kondensiert deswegen, weil da extrem kalter Sauerstoff rauskommt. Der Sauerstoff da drin ist natürlich flüssig und ein bisschen was davon verdampft immer und wird dann durch entsprechende Öffnungen beziehungsweise durch Ventile rausgelassen. Und das sieht man dann halt immer. Genau. Also, das... Kannst du den Frank etwas lauter machen, wird dann gefragt. Ich kann mich etwas lauter machen, sorry. Ja, mach das doch mal. So, besser so. Noch ein bisschen, darfst du noch ein bisschen mehr. Ich darf noch ein bisschen mehr? Oh ja, das ist gut. Warte mal, das war das zu viel. Jetzt. Ja. Sag noch mal was. So. Mehr als nur ein Wort? Ich kann auch ganze Sätze. Ich glaube, das ist okay, genau. Jo. Okay, ich muss dann bloß mich selbst etwas runternehmen. Das wirst du gerade noch hinkriegen. Ja, das kriege ich hin. So, ich kann mal bestätigen, Sekt und Bundaberg schmeckt überraschend sehr gut zusammen. Der einzige Sekt, den ich hier habe, ist ein ist Geburtstagsgeschenk. Das ist kein Sekt, sondern ein echter Champagner. Der Sekt war so, Trinkgeld. Nee, der wird heute bitte schön nicht geöffnet. Egal, was hier passiert. Wir haben noch 2 Minuten. Das heißt jetzt nicht, dass SpaceX das nicht wert wäre, aber trotzdem. Der ist zweckgebunden hier. So, ich höre überhaupt nichts. Ich höre was. Du kannst dir vorstellen, was sie sagen. Ist er nicht dein erster Start, Frank? Ja. Und so eine Raketenexplosion ist ja dann auch immer so ein sehr visuelles Ereignis, wenn was falsch geht. Das stimmt. Falcon Heavy ist offiziell ready for launch. Ich bin ein großer Fan von Feuerwerk, aber
aber bitte nicht auf der Startrampe, weil dann dauert es eine Weile, bis die nächste Gelegenheit für ein Feuerwerk gegeben ist. Ja. Also, man darf gespannt sein. Die beiden Booster rechts und links sind übrigens gebraucht. Kriegen auch nicht ganz den Schub hin, den der zentrale Booster bringt. Dadurch ist die Leistung von der Rakete noch nicht so ganz optimal. Okay. So hinten und vorne. Es geht los, es geht los. Ich weiß. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Also eigentlich bin ich ja so eher mürrisch indifferent. Ich bin bei T-20 jetzt. Ich bin 17, 16, 15, wer das synchronisieren will. Dann bist will. Du mir 2 Sekunden voraus. Okay, ich halte mit Jubel oder Trauer immer 2 Sekunden zurück. Und? 3, 2, 1, 0. Ach nee, ist 0 bei Liftoff oder bei Ignition bei SpaceX? Das Ding hebt ab, okay. Ja, es fliegt. Sehr schön. Sie fliegt doch. Sie fliegt tatsächlich. Und sie dreht sich doch. Und sie dreht sich doch, genau. Uiuiuiui, jetzt gehen aber alle hier ab. Das ist aber noch nicht. Gut, okay, also Launchpad ist schon mal sicher. Genau. Sicher vor der eigenen Elon Musk Rakete. Hat ja gesagt, wenn die Rakete auf dem Launchpad explodiert, dann brauchen sie 9 bis 12 Monate, um das zu reparieren. Ja. So. Sieht sehr kontrolliert aus. Ja, wir erreichen gleich Mach 1. So, Max-Q bedeutet größte Belastung auf der Rakete durch Luftwiderstand. Da nimmt man gerne ein bisschen was vom Gaspedal. Ich habe den Ton zwar recht leise gestellt, aber trotzdem übertönt er dich immer noch, der Jubel. Ja, hey. Also ich freue mich jetzt auf die Booster-Abtrennung. Oh ja, das wird schönes Wetter auch. Oh, wir haben Booster-Cam, das hatten wir noch nie. Ist noch Ach so, eine Minute stimmt, wir hatten auch noch keine. So. Ja, aber sie haben jetzt auch Webcams von den Side-Boostern. Ja, ich wüsste vor allen Dingen gerne, ich habe es nicht im Presskit gelesen, ob es da stand, wie schnell die sein werden bei der Abtrennung. Der zentrale Booster dürfte übrigens nicht ganz den vollen Schub haben derzeit. Ah, herrlich, die Flammen sehen noch ganz anders aus als sonst. Ja, ja klar, andere Geometrie, ne? Im Wesentlichen geht es darum, dass der zentrale Booster Sprit sparen soll. Das sieht so geil aus. Ui. Endlich wieder mal was Neues zu sehen hier. Endlich wieder neue Raketen. Ja gut, also alte Rakete, aber neu zusammengebaut. Jo. Alte Rakete in neuen Schläuchen. Ehrlich, 3 Bilder. Ja, bei so vielen Teilen. Nachher brauchen sie 4 für die zweite Stufe, den zentralen Booster und die Seitenbooster. Wieso haben sie eigentlich keine 360-Grad-Kamera auf diesen Starman gepackt? Dann könnte man VR-Erlebnisse draus verkaufen, machen. Weiß nicht, es heißt, sie haben 3 Kameras oben drauf. Ja, aber so eine 180-Grad, so eine 300, oh, Booster Separation und ui, der brennt aber ganz schön noch die Seite weg. Ah, so funktioniert das. Na, endlich. Ich habe mich schon gefragt. Und jetzt sehen wir hier ein sehr schönes Booster-Ballett. Ja. Das kennen wir ja schon von der Soyuz, das sogenannte Korolevs-Kreuz. Ach, Mensch, Leute, wäre doch da drauf geblieben. Das sah so cool aus, wo die gestartet haben. Was? Ja, ne, naja, sehen gut, sie immer noch. Wir haben beide Booster in Cam und einen Booster vom Boden aus. Ja, aber du siehst so richtig hinten die Front. Und wir haben Center First Station ist abgetrennt und die Upper Stage ist ignited. Muss überlegen, das sind jetzt 28 Triebwerke, die innerhalb von 3,5 Minuten gezündet wurden. Ja. Aber ich muss mir das alles nochmal angucken, um die Geschwindigkeit mir anzugucken. Aber so viel lässt sich sagen, die Geschwindigkeit war fast genauso hoch, wie normalerweise die Abtrennung ist, wenn der Booster, ja, also nicht weiter benutzt wird, ne? Ah, sie übertragen hier Starman, Mars, Living on Mars. Ja. Ja,
Und das ist natürlich jetzt auch der Teil. Oh, wir haben Boostercam, wir haben Autocam. Ah, sehr schön. Geil. Ah, das ist schön. Das ist schön. So will man das haben. Schauen wir mal, was auf dem Panel steht. Don't panic. Ah, Live on Mars, David Bowie, Don't Panic. Da gibt es auch einen Wettbewerb, wie viel popkulturelle Referenzen in so einen Raketenstart reingepackt werden können. Ja, yeah. Ah, das ist geil. Put your hands up in the air like you don't care. Ja. Und wir sehen, wie die Gridfins ausgefahren Dingen, werden. Was jetzt kommt, ist halt, ja, das ist halt alles schon x-fach geprobt, weil Oberstufe halt, ne? Ja. Oh, scheiße. Nee, es kommt Downlink, gleich wieder. Downlink ist etwas instabil von der zweiten Stufe. Hui, ich schwitze gerade so ein bisschen. Hui, hat mich jetzt mehr mitgenommen, als ich gedacht hatte. Da ist es schon cool. So, jetzt haben sie alle vier. So, und jetzt drei Landungen gleichzeitig. Ha, so geil. Jetzt ist es ja schon alles getan. Also es ist ja im Grunde nur noch. Ja. Ist natürlich ein bisschen schade, dass die Verbindung zur zweiten Stufe ein bisschen brüchig ist. Ja. Aber ja, geil. Jetzt wird gelandet, genau, Erik. Herrlich. Also sogar die Korrektur, die ganzen Stöße von den Korrekturdüsen sind praktisch identisch. Ja, das ist ein sehr schönes Booster-Ballett. Also ja, Wahnsinn. Ich hatte immer gedacht, die gucken mehr auf die direkte Lage, aber das sieht fast schon aus wie einfach bloß nach Zeit gesteuert. Ich denke mal, die werden ja, gut, ich denke, das wird downrange ein bisschen sich auf ihr eigenes Fliegen konzentrieren, aber zur sind Zeit. Sind ja auch noch im Vakuum fast. Oder sogar ganz. Herrlich. Ja, okay. Man kann gerade nicht allzu viel Sinnvolles von sich geben. Nee, man sieht einfach nur, okay, Booster haben jetzt haben jetzt wieder gezündet. Ja. Ah, jetzt gibt es leichte Unterschiede. Ja. Wahnsinn. Also. Ja gut, klar, es muss irgendwie alles sehr parallel sein. Die werden auch fast sekundengenau gleichzeitig landen. Bis auf den zentralen Booster. Der ist, glaube ich, der kommt später. Okay, was sehen wir jetzt? Ist es der Core oder ist es eine der oben rechts? Das scheint ein Booster, ein Seitenbooster zu sein. Okay. Okay, die Seitenbooster sind gleich da. So. Da brennt aber rechts noch etwas. Muss das Ganze nur noch alles funktionieren. Also das kleine Feuer da rechts, das geht jetzt langsam aus. Haben wir jetzt natürlich auch schon alles ein paar Mal gesehen. Ja, aber es ist halt, wir haben jetzt ein Landing Pad im View und wir haben Landing Burn Startup. Ah, herrlich. Und wir sehen jeweils repräsentativ den anderen. Aber man denkt, oh Gott, er ist auf der falschen, landet daneben. Nein, das ist, und parallel, fast parallel. Der hintere ist ein bisschen hinterher und ja, so gut. Geil. Ja, gut. Easy. Been there, done that. Als wäre es nie anders gewesen. Ja, damit sind jetzt insgesamt 6 Booster erfolgreich wiederverwendet worden. Herrlich. Ist stolz, oder steht der hintere ein bisschen schief? Okay, wir sind jetzt bei Core Landing. Und man sieht, der Dreck auf den beiden Landepads ist unterschiedlich farbig. Ja, der Core Booster ist natürlich wichtiger, weil der ist neu. Der ist wirklich spezifisch für die Drone Chip. Kein Signal vom Drone Chip. Aber gut, das ist ja auch neuer, der kennt das noch nicht.
Ja, wir hatten es schon ein paar Mal, ne? Ja. Der Core-Booster, der wird noch, damit wird noch einiges zu tun sein, weil da geht es wirklich darum, die Geschwindigkeit zu maximieren, mit der praktisch in die Atmosphäre, also mit der da abgetrennt wird. Und dann halt die Treibstoffeffizienz zu maximieren. Das hat man ja beim letzten Flug schon gesehen. Da hat man ja drei Triebwerken die Landung versucht, allerdings auf dem Wasser. Und die hat ja so gut funktioniert, dass die Rakete weich gelandet ist auf dem Wasser und dann in der See rumschwamm. Ja, haben sie denn eigentlich wieder reingezogen? Ja. Irgendjemand meinte auf Craigslist, er verkauft gently used Rocket Stage oder so. Oh, yeah. Oh, den hat man aber auch noch nicht so glücklich gesehen. Normalerweise ist der ja sehr reserviert. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der mit der Brille? Ja, aber der war vorher auch sehr aufgeregt. Ja. Ja, das passiert manchmal, dass der Feed abbricht. Gerade wenn da so viel rumgewackelt wird auf dem Schiff. Ja, aber den hat man wirklich so noch nicht erlebt. Nee. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja, das ist eine gute Frage. Okay, wir sehen Starman und dazu spielt Life on Mars. Jo. Sehr schön. Das sind geile Bilder. Was wird eigentlich mit der Farbe? Ist ja speziell lackiert oder wird das einfach irgendwann mal abgebrutzelt werden? Keine Ahnung. Bilder von der Fairing Separation. Sehr schön. Besser als jeder Aluminiumklotz. Das kann man, glaube ich, festhalten. Das war's jetzt? Ja, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob die noch mal reinkommen. Später. Es braucht irgendwie jetzt 20 Minuten oder so, bis neu gestartet wird. Ja. Die zweite Stufe. Oder die Oberstufe. Und dann halt, wie gesagt, noch mal 6 Stunden. Bis dann halt noch mal, ne? Ja, hey, das war wirklich cool. Und wird man auch alles nochmal sich angucken können. So, und ich muss jetzt meine Chronistenpflicht hier erfüllen, fürchte ich. Ja. Und muss Artikel hier schreiben, ein bisschen Geld verdienen und was schreiben. Genau, du musst wieder den Broterwerb frönen. Genau. Ich kaufe mir davon zwar relativ wenig Brot, aber anderes. Den TRW ab. Tja, Frank muss jetzt wieder Tee kaufen gehen. So viel gibt es jetzt erstmal nicht zu schreiben. Ich muss mir dann überlegen, was ich dann morgen schreibe. Willst du nicht noch warten, bis sie wissen, was mit dem Droneship passiert ist? Mit was? Mit? Mit dem Core. Ach so, ja. Stimmt. Müsste ja dann auf Twitter kommen. Jo. Ja, der Tesla ist im Orbit. Allerdings, nichts mit Startverschiebung. Naja, komm. Verschoben wurde er um 3 1/4 Stunden. Das war schon genug. Jo, okay. Dann nehmen wir hier mal kurz
ich habe jetzt, ja, gut. Gut, dann beenden wir mal den Stream, oder? Wir können ihn beenden, es sei denn, es ist noch irgendwelche Fragen. Gab's ja, ich hab im Chat nicht geguckt. Naja, die Oberstufe ist noch nicht leer. Nee, die wird in 6 Stunden nochmal gezündet und dann quasi. Nee, erstmal in einer halben Stunde oder so. Ja. Die kommt nochmal in irgend so ein GTO oder irgend so ein Orbit halt. Und dann wird es nach 6 Stunden nochmal neu gestartet. Kann sein, dass die wirklich in den GTO reinfliegen und bis zum maximalen Punkt, wo man normalerweise von dort aus in den geostationären Orbit umschwenken würde, aber stattdessen halt von da aus direkt in diesen Hohmann-Transfer-Orbit fliegen. Falls das so ist, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, dann würde das auch erklären, warum die so wenig Nutzlast da drauf haben, weil das ist nicht optimal dann, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Die optimale Variante ist, dass man halt zur Erde zurückfliegt und aus sehr großer Nähe der Erde halt nochmal die Triebwerke zündet, weil es gibt diesen netten kleinen Obert-Effekt. Wie erklärt man das? Also man stelle sich Folgendes vor. Man fährt mit Schwung einen Hügel rauf. Also man nimmt Anlauf mit einem Auto auf, was weiß ich, 50 km/h und fährt dann, ohne weiter Gas zu geben, rollt man dann Hügel hoch, bis man an die Spitze kommt. So, und dann stellt man fest, naja, mit 50 km/h dann komme ich ganz oben auf dem Hügel gerade so zum Stehen. Wenn man jetzt beispielsweise mit 60 km/h unterwegs ist, ganz unten, dann wird man auf der Spitze des Hügels dann nicht nur irgendwie 10 km/h haben, sondern noch deutlich mehr. Müsste ich jetzt ausrechnen versuchen. 36 durch 25. Genau, mal 50, minus 50, genau. Das wär, in dem Fall hätte man dann oben auf der Spitze des Hügels 22 km/h anstatt 10 km/h. Warum? Weil natürlich die höhere Geschwindigkeit, die man unten hat, mehr Energie hat. Also wenn man unten statt 50 km/h 60 hat, dann geht die Geschwindigkeit mit dem Quadrat in die Energie rein, die man dann hat in Form von Geschwindigkeit. Während die Menge an Energie, die man irgendwie braucht, um den Hügel hochzukommen, die bleibt in allen Fällen gleich. Ne? Und da so ein Raketentriebwerk ja letzten Endes sich einen Scheißdreck um die Energie kümmert, sondern einfach bloß die Geschwindigkeit erhöht, ist es einfach sehr viel sinnvoller, ganz unten in der Nähe der Erde weiter zu beschleunigen, als das weit oben, weit weg von der Erde zu machen. Ja. War das so halbwegs verständlich? Ich denke schon. Ich werde es mir nachher nochmal anhören. Und Das ist jedenfalls der Obert-Effekt. Den hat der Herr Obert, wie auch immer ihr Hermann Obert hieß. Ja. Von dem kommt das Ding. Der ist irgendwie theoretisch auf die Idee gekommen und wird halt benutzt, um Treibstoff zu sparen. Und kann sein, dass SpaceX das nicht macht, sondern tatsächlich halt so eine ganz nominelle Mission durchführt, so als würde man in den geostationären Orbit reinfliegen und dann einfach sagt, naja, und wir fliegen jetzt einfach noch ein Stückchen weiter. Das, wie gesagt, das wäre mal eine mögliche Erklärung, warum die Nutzlast so klein ist, weil im Prinzip ist der Roadster so leicht, das hätte man auch mit einer Falcon 9 machen können alles. Ah, sehr schön, es gibt jetzt ja auch ein Foto, wo die Falcon Heavy mal in der Frontalansicht und nicht nur im Profil zu sehen ist, weil im Profil sieht es halt aus wie eine lange Falcon 9. Ja. Das ist halt, wenn sie so schlank ist. Sehr schönes Foto. Sieht auch wie viel, es hat leider nicht dieses Space Shuttle, wir reiten auf einer riesigen Dampfwolke ins All. Ja, weil es halt keine riesengroße Dampfwolke aus Salzsäure und Aluminiumoxidpulver und so weiter gibt. Genau. Ja. Gibt's halt nicht, ne? Das ist die sehr russische Variante in dem Fall. Also die Landung ist so geil.
Herrlich, im Abschnitt von einer Sekunde oder einer halben oder sowas. Ich glaube, der hintere war ein bisschen später, aber auch nicht viel. Ja, ja, irgendwie eine halbe Sekunde oder so. Man sieht es auch nicht so richtig, weil der vordere ist verdeckt mit seiner Rauchwolke. Jo. Ach, herrlich. Ja, nee, sieht doch toll aus. Also die Bilder von dem Auto im Orbit mit dem Hintergrund der Erde, ich glaube, das sind die besten. Die werden uns sehr, sehr, sehr lange erhalten bleiben. Wer? Also noch über Jahrzehnte. Was? Das wird, ich war gerade abgelenkt. Was wird uns lange erhalten bleiben? Die Bilder von dem Roadster vor der Erde. Ja. Also da das wird. Naja, die Frage ist, wie viele Bilder da jetzt noch kommen werden bis Solar Centric Orbit. Ob sie dann im Jahr sagen, ach guck, übrigens, das macht gerade unser Starman. Ja, keine Ahnung. So Überraschung, wir haben Solarpaneele angebaut und ein Ionentriebwerk. Und wir fliegen zum Pluto. Keine Ahnung. Ja. Herrlich. Sehr, sehr schön. Also, ja. Aber wenn der jetzt auf dem Solar, also wird der irgendwann, gibt es dann wieder so ein nächster Punkt an der Erde oder wird der immer weit weg von der Erde sein oder wie ist das? Der wird immer mal wieder in die Nähe des Erdorbits kommen und in alle so und so viel Orbits wird er auch mehr oder weniger nahe der Erde sein. Dass man ihn wieder einsammeln kann und Abgasplakette erneuern, Öl wechseln, na gut, ist ein Tesla, gibt's ja alles nicht, aber. Irgend sowas, ja. Übrigens wusstest du, dass Elektroautos auch eine Umweltplakette brauchen? Im Weltall nicht. Nee, das stimmt, aber auf der Erde. Fand ich sehr, oder in Deutschland auf jeden Fall. Fand ich sehr. Kann sein. Ja. Gut. Ja, also das, wie gesagt, wir haben jetzt hier ein paar Bilder gesehen, die der Größenordnung sind, wie einsamer Astronaut schwebt alleine im All und so. Genau, Bruce McCandless II übrigens. Wahrscheinlich der meist benutzteste Astronautenfoto der Geschichte nach Neil Armstrong auf dem Mond. Ja, also ja, ne, das hatte doch was. Und wie oft wurde gesagt, ach, das wird ja eh nix, weil die N1, die hatte damals 30 Triebwerke, die ist viermal explodiert. Das kann ja gar nichts werden mit 27 Triebwerken. Naja, aber sie hatten ja nicht vorher viele ganz kleine Versionen von der N1, die sie getestet haben. Ja, genau. Das ist halt der Punkt immer gewesen. Aber das hat ja die Leute nicht davon abgehalten, trotzdem zu sagen, dass das alles viel zu kompliziert ist und das kann doch gar nicht gut gehen. Nee, aber also wirklich beeindruckend. Am ersten Tag, bei der ersten Gelegenheit sofort, ohne weitere Verzögerung. Ich meine, gut, die hatten sie davor beim Wet Dress Rehearsal und so weiter doch reichlich gehabt. Und es waren ja doch so ein paar Jährchen davor. Ja, also gut, gefühlt war die Falcon Heavy die letzten 3 Jahre immer ein halbes Jahr entfernt. Ja, also ich habe ja nochmal nachgeguckt, also als SpaceX damals die Falcon 9 vorgestellt hat, im Dezember 2005, da gab es die schon. Also da hat man schon gesagt, ja, wir haben übrigens vor, eine Falcon 9 zu bauen mit noch zwei so einer ersten Stufen rechts und links dran. Die sollte damals ungefähr so viel Nutzlast haben, wie heute die Falcon 9 alleine hat. Ja, das ist doch ganz gut. Ja, deswegen hat es auch so lange gebraucht, ne? Weil niemand hat die Falcon Heavy so dringend gebraucht wie damals, ne? Ja. Übrigens, nächster Raketenstart. Leider nicht so spannend, aber vielleicht doch sehr interessant für Leute, die sich gerade auf der ISS befinden. Ein Progress-Frachter MS-08 startet am Sonntag um 9.58 Uhr unserer Zeit. Jo. Ja, auf jeden Fall schön zu wissen, welchen Artikel ich jetzt für die Flugrevue schreiben muss. Ja. Ist doch schön, dass das Geld reinkommt.
Ja, es war halt nicht klar. Also bis jetzt wirklich war nicht klar, welchen Artikel ich jetzt als nächstes für die schreiben muss. So, jetzt muss ich das auch mal schreiben, dass ich das so jetzt weiß ich nicht. So. Ja. Ja, also. ich denke, ja, okay, der Closest Approach to Mars werden 0,5 astronomische Einheiten sein. Ja. Also weit ist weg. Halt, ja, 75 Millionen Kilometer. Ja. Ne? Also Kollisionsgeschwindigkeit recht, Kollisionswahrscheinlichkeit ziemlich gering. Ja. Außer natürlich, Phobos fällt aus seinem Orbit und wird zu einem Rogue-Asteroid und ja, vielleicht wird uns Starman ja unser Leben retten, weil er sich opfert. Es handelt sich um einen Schnellläufer. Wie heißt das? Schnellen? Es ist kein Schnellläufer. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Raumpatrouille Orion. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwas mit einem Schnellläufer, mit der Supernova und ach Gott, nee. Die ich auch nur schnell wechselnde Gravitationsfelder. Ja, irgend sowas. Was war das? Ein brennender Tischtennisball oder sowas? Ja, und ach ja, gut, aber davon jetzt nicht mehr so viel. Ich beende mal den Stream. Jo, also dann vielen Dank fürs okay, Zuhören. Alle tschüss, ihr schön, dass ihr uns zugehört habt. Habt noch einen schönen Abend und gute Nacht. Tschüss. Tschüss.